Ein scheinbar ganz normales Kieswerk. Irgendwo am Rhein. Tonnenweise wird hier Flusssand zutage gefördert. Wo genau, ist geheim. Denn die Männer entreißen dem Strom nicht nur Sand, sondern auch edelstes Metall. Kommt hier Milligramm für Milligramm das legendäre Rheingold ans Licht. Seit Jahrhunderten erzählt man sich die Legende von den Nibelungen und ihrem im Rhein versunkenen Schatz. Siegfried, der legendäre Drachentöter, soll ihn einst besessen haben. Seine Geschichte und die Geschichte seines Schatzes erzählt das Nibelungenlied. Das Nationalepos der Deutschen. Ein kraftvolles Drama aus dunkler Vorzeit, um Liebe und Hass, Treue und Verrat. Wie viel historische Wahrheit steckt in diesem Mythos? Welche realen Ereignisse und Personen lassen sich rekonstruieren? Wer waren diese Nibelungen? Und wo ist ihr Schatz? Das Kloster St. Gallen am Fuße der Alpen. Seit über 200 Jahren liegt in der Schweizer Benediktinerabtei eines der wichtigsten Zeugnisse der deutschen Literatur. Das Nibelungenlied in einer seiner ältesten Niederschriften. In der barocken Klosterbibliothek treffen wir Professor Joachim Heinzle, einer der ausgewiesensten Kenner dieses mittelalterlichen Epos. Das ist die berühmte St. Galler Nibelungen-Handschrift, der Codex Sangallensis 857, das ist sein offizieller Name. Die Handschrift ist so kostbar und so gefährdet, dass man sie buchstäblich mit Samthandschuhen anfassen muss. Die Geschichte, die im 13. Jahrhundert aufs Pergament gebracht wurde, spielt am alten Schicksalsstrom Europas. Es sind die Abenteuer vom Königssohn Siegfried, der einen Drachen tötet und einen riesigen Schatz erobert. Doch sein Reichtum weckt den Argwohn von Hagen, seinem finsteren Gegenspieler. Schließlich ermordet Hagen Siegfried hinterrücks und Kriemhild, Siegfrieds Witwe, schwört Rache. Das fluchbeladene Drachengold aber wird von Hagen im Rhein versenkt und bleibt spurlos verschwunden. Hinter der Figur des Siegfrieds glauben viele, die historische Gestalt des germanischen Helden Arminius zu erkennen. Er brachte den Römern im Teutoburger Wald eine entscheidende Niederlage bei. Noch Generationen später besangen ihn die Barbarenvölker. So berichtet der römische Geschichtsschreiber Tacitus. Von dem Gold, dem Schmuck, den kostbaren Waffen und den Rüstungen der 18.000 getöteten römischen Legionäre fehlt seither jede Spur. Nach diesem ungeheuren Schatz suchte man schon in der Römerzeit vergeblich. Die Legende von einem im Rhein versunkenen Schatz lebte fort. Sie findet sich in alten Liedfragmenten und wurde von Generation zu Generation über Jahrhunderte weitererzählt. Was ist ein Schatz? Ein Schatz ist ein Depot von Wertgegenständen. Im Wesentlichen Metalle, Silber, Gold, im Wesentlichen Münzen und Schmuck, Ringe, Armreife und so weiter. Ein Stammesfürst
Ein Regionalfürst brauchte einen solchen Schatz, um Leute an sich zu binden. Das war die Basis seiner Herrschaft. Herrschaft wurde reproduziert durch diese Schätze, aus denen der Herrscher seine Leute beschenkt oder dotiert oder entlohnt hat. Und auf diese Weise wurde die Herrschaft gesichert. Das ist der reale Hintergrund. So fantastisch die Legende vom Drachentöter Siegfried ist, so konkret sind die Hinweise, die den Schatz und sein Versteck betreffen. Dass der Schatz im Rhein versenkt worden ist, das sagen schon nordische, altnordische Strophen aus der Zeit um 1000. Da gibt es zum Beispiel eine Metapher für Gold, die heißt Sand des Rheins. Und das bezieht sich auf den Nibelungenschatz, der im Rhein liegt. Doch der Rhein ist lang. Über 1300 Kilometer schlängelt er sich durch geschichtsträchtige Landschaften. Im Nibelungenlied führt die Spur ans westliche Ufer des Mittelrheins, nach Worms. Alljährlich wird hier vor den Treppen des alten Doms die Geschichte um das Liebespaar Siegfried und Kriemhild auf die Bühne gebracht. Worms ist der zentrale Schauplatz des Nibelungenlieds. Hier lernen sich Siegfried und Kriemhild kennen und werden ein Paar. Hier wird die Walküre Brünhilde durch Täuschung König Gunthers Frau. Hier spinnt Hagen seine Mordpläne. Und hier schwört die trauernde Witwe Kriemhild Rache. Stolz feiert sich Worms als Nibelungenstadt. Doch haben hier dereinst tatsächlich die Helden der alten Sage gelebt? Im Epos ist Worms die Residenz der Burgunder, die nach Siegfrieds Tod fortan die Nibelungen genannt werden. Im Museum der Stadt selbst aber finden sich keinerlei Zeugnisse. Das räumt auch die Wormser Stadtarchäologin Mathilde Grünwald ein. Natürlich hätten wir gerne in Worms Burgunden. Als städtische Archäologin habe ich aber eine Schwierigkeit. Ich kann keine finden. Die wenigen Fundstücke germanischer Art aus der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts sind nicht mit Burgunden zu verbinden. Es sieht so aus, als seien die Burgunden das Volk unter der Tarnkappe, nämlich unsichtbar, obwohl vorhanden. Und doch gibt es einen Beleg für die Anwesenheit der Burgunder, ein Grabstein aus dem 4. Jahrhundert. Er nennt einen burgundischen Prinzen in römischen Diensten, Hariulfus. Nur leider stammt der Stein nicht aus Worms. Besonders unangenehm für uns Wormser ist natürlich, dass der einzige Burgunder, den wir namentlich leibhaftig kennen, in Trier begraben worden ist. In Trier war der Kaiserhof, dort hat Hariulfus, begleitet von seinem Onkel, als Offizier gearbeitet. Trotzdem nennt das Nibelungenlied Worms als Residenzstadt der Burgunder, der späteren Nibelungen. Die Geschehnisse am dortigen Hof werden ausführlich ausgemalt. In welcher Zeit aber soll man nach den historischen Vorbildern für die Helden dieser abenteuerlichen Geschichte suchen? Lange Zeit glaubte man, die Ursprungsheimat der Burgunder läge hier auf der Ostseeinsel Bornholm. Wird die Insel in alten nordischen Sagen doch Burgunderholm genannt? Nach neuerem Forschungsstand ist jedenfalls sicher, dass die Burgunder vor mehr als 2000 Jahren über die Ostsee ins heutige Polen zogen. Der römische Gelehrte Plinius der Ältere erwähnt sie hier Mitte des 1. Jahrhunderts. Doch auch hier werden die Burgunder nicht auf Dauer sesshaft. Als während der Völkerwanderung die Goten das Gebiet streifen, begeben sie sich auf den Weg nach Südwesten. In der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts erreichen sie das Maingebiet. In Stein am Rhein treffen wir einen der wenigen Experten, der sich mit diesem geheimnisvollen Volk und seinen Wanderungen auseinandergesetzt hat. Es ist der Züricher Geschichtsprofessor Reinhold Kaiser.
diese Wanderung nach Westen können wir sehr schwierig nur nachvollziehen. Wir wissen nur, dann plötzlich im 3. Jahrhundert sitzen sie im Raume des oberen Mainz, also im heute fränkischen Raum. Und da fassen wir sie erneut. Was dazwischen geschehen ist, können wir kaum nachweisen, weder durch die Schriftquellen noch durch die archäologischen Zeugnisse. Es ist sowieso sehr schwierig, die Burgunder durch archäologische Zeugnisse zu fassen. Fest steht, dass die Burgunder, die Barbaren aus dem Osten, hier in ihrer neuen Heimat zum ersten Mal auf die Römer stoßen. Denn hier verläuft die Grenze des Imperiums. Hier fließt der Rhein. Dahinter beginnt das Römische Reich. Zivilisatorisch sind die Römer den Burgundern haushoch überlegen. Ihr Luxus, ihre Kultur müssen die Neuankömmlinge schier geblendet haben. Doch bei allem Wohlstand die Macht des römischen Imperiums bröckelt. Das Reich ist kaum noch in der Lage, seine ausgedehnten Provinzen vor den herandrängenden Völkern zu schützen. In dieser Zeit ist eine Krisensituation des Römischen Reiches feststellbar. Es gibt einen Zwei-Fronten-Krieg, einmal am Rhein und einmal am Euphrat. Und dieser Krise wurden die Römer schlecht Herr. Und das führte dann zu dauernden Plünderungszügen. Nun, die erste Schlacht hat in Süddeutschland irgendwo stattgefunden, am Lech. Und da operierten die Burgunder mit den Vandalen zusammen. Bei dem zweiten Plünderungszug, den wir kennen, operierten sie zusammen mit Alemannen. Das Wichtige ist, dass sie mit anderen Gruppen zusammenarbeiteten. Noch steht der Limes, die über 500 Kilometer lange Grenzanlage. Durchsetzt ist der Limes mit sogenannten Kastellen. Von hier aus sollen die römischen Wachmannschaften die Plünderer stoppen. Eines dieser Truppenlager ist das Kastell Saalburg im Taunus. Hinter seinen Mauern ist eine gut 500 Mann starke Infanterieeinheit stationiert. Auf dieser antiken Silberschale triumphiert ein Römer über einen bärtigen Germanen. Doch immer öfter ist es genau umgekehrt. Ein Kastell nach dem anderen wird überrannt. Saalburg räumen die Römer im Jahr 260. Niederbiber, weiter nördlich, wird im Kampf zerstört. Die Truppenkasse geplündert. Bei Ausgrabungen stößt man dort auf diesen Drachenkopf aus feuervergoldetem Kupfer. Es ist die Spitze einer römischen Standarte aus der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts. Der Militärhistoriker Markus Junkelmann hat dieses römische Feldzeichen originalgetreu nachbauen und für seine umfangreiche Sammlung vervollständigen lassen. Der Drachenkopf wurde im Kastell Niederbiber gefunden, also ganz nahe am Rhein. Und man hat ja auch Kampfspuren entdeckt. Das Kastell ist also von den Germanen in der Mitte des 3. Jahrhunderts überrannt worden. Und hier könnte man sich vorstellen, dass also die Niederlage der römischen Armee, das Niedermachen der Römer mit dem Niedermachen des Drachens bei der Flucht über das Wasser gleichgesetzt wurde und eben mit erbeuteten Drachenstandarten, wie wir sie hier ausgegraben hatten. Haben die Germanen die römischen Legionen tatsächlich mit einem Drachen verglichen? Solche Analogien sind auch aus anderen Kulturkreisen überliefert. Die Schätze, die die Germanen den Römern rauben, sind immens. Reichtümer, die später als Nibelungenschatz zur Legende werden? 144 Wagenladungen voller Gold, mit denen Siegfrieds Witwe Helfer für ihren Rachefeldzug wirbt. Hagen erkennt die Gefahr und versenkt den Schatz im Rhein.
Seit alters her zog der Fluss Schatzsucher magisch an. Erst waren es die Kelten, die hier nach Gold suchten. Dann kamen die Römer und schließlich die Alemannen. Groß war die Ausbeute nicht. Mit der Sage vom Nibelungengold erhielt die Schatzsuche immer wieder neuen Auftrieb. Selbst heute trifft man hier noch Abenteurer, die an dem alten Strom ihr Glück versuchen. Ja, wir stehen hier jetzt an den Isteiner Schwellen im Markgräfer Land, südlichen Oberrhein, einem alten historischen Goldwäschergebiet, wo bereits also hier schon die Römer und vor den Römern die Kelten Gold gewaschen haben. Die Goldwäscherei ging an sich bis ins vorige Jahrhundert. Und für die Goldwäscher war es natürlich dann auch interessant, sich die Frage zu stellen, woher kommt das Gold, das sie waschen? Und für die einen war es eben nachher der Same der Sonne. Und für die anderen war es natürlich das legendäre Rheingold aus dem Nibelungenschatz. Sie dachten also, von sich aus gesehen, sie waschen am Nibelungenschatz. Das heißt, das Material, was hier im Rhein verborgen ist, in den Rheinsanden, sei das Gold der Nibelungen. Die Goldsuche in Handarbeit ist ein mühsames Geschäft. Leicht lässt sich der Fluss seine Schätze nicht abtrotzen. Das haben schon die Nazis erfahren müssen. Mit aufwendigem Gerät versuchten sie, das sagenumwobene Rheingold zu bergen. Man baut einen der größten Schwimmbagger der damaligen Zeit und versucht, dieses Rheingold jetzt wirklich bergmännisch zu gewinnen. Das misslingt. Es werden lediglich 300 Gramm Rheingold befördert. Göring lässt sich aus diesem Rheingold einen Nibelungenring schmieden mit 30 Gramm. Das ist die Geschichte vom Rheingold hier. Trotzdem finden sich noch immer Schatzsucher, die am Rhein nach dem verschollenen Nibelungengold Ausschau halten. Als Schatzkarte dient vielen das Nibelungenlied selbst. Man müsse nur aufmerksam auf die Hinweise achten, die in der alten Schrift verborgen sind. Zeloche habe Hagen den Schatz im Rhein versenkt, heißt es dort. Doch welches Loch ist damit gemeint und wo muss man es suchen? Und noch etwas gilt es zu bedenken. Der Rhein, so wie wir ihn heute kennen, ist nicht der Fluss der Römer- und Burgunderzeit. Das Gesicht des alten Grenzstroms hat sich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Wie gravierend, zeigt uns der Karlsruher Denkmalpfleger Clemens Kieser. Sie sehen hier ein hochinteressantes Dokument von 1817. Sie können hier sehen, wie sich etwa der Urrhein entwickelt hat. Sie sehen diese chaotische Mäanderstruktur, diese Schlangenlinien, die sich hier durchschlängeln, Auwälder, Wiesen. Sie müssen dazu wissen, dass der Rhein hier es kein großes Gefälle hat und dass sich das Wasser sofort einen anderen Weg sucht, wenn sich irgendwas ändert. Sie sehen das in diesen Ausbauchungen, das sind alles ehemalige historische Mäander, die wir heute auch schon relativ gut datieren können, wie alt die auch sind. Dieses ganze Strömungsgebiet variiert in seiner Breite von 5 bis 15 Kilometern, rot eingezeichnet, der neue Flussverlauf. Sie sehen, wie dieser neue Flussverlauf einfach durch die Mäander durchsticht. Die Rheinbegradigung des 19. Jahrhunderts hat aus dem weit verzweigten Rhein eine geradlinige Wasserstraße gemacht. Seine alten Arme sind oft längst ausgetrocknet. Aber gerade deshalb, so meint Denkmalpfleger Kieser, lohnt sich die Suche nach seinen Schätzen. Sie müssen sich den Rhein als großes Archiv vorstellen, wo wir noch längst nicht alles gefunden haben. Und es wird in der nahen Zukunft bestimmt immer wieder zufällige oder auch durch Grabungen gefundene Schätze ganz bestimmt geben. Weil die Römer mussten ja auch immer über den Rhein drüber. Und da sind sie oft mit Mann und Maus untergegangen oder haben Dinge verloren.
oder sie haben auch Dinge vielleicht zu kultischen Zwecken auch deponiert und vergessen. Und das wird auch immer wieder in diesen Niederungen auftauchen. Das ist ein hochinteressantes Gebiet, weil man immer gedacht hat, da ist nichts zu holen, weil er der Rhein alles genommen hat. Aber der Rhein hat keineswegs alles genommen, der hat es nur verschluckt und gibt es vielleicht wieder her. Und genau darauf hofft Hans Jacobi. Der Mainzer Ingenieur betreibt die Schatzsuche bereits in der zweiten Generation. Schon sein Vater investierte viel Zeit und Geld, um nach dem Schatz im Rhein zu fahnden. Eich am Rhein. In dieser Gegend vermutet nicht nur Hans Jacobi jene Stelle, die im Nibelungenlied als Zeloche bezeichnet wird. Hier hat der Rhein eine seiner tiefsten Stellen, von den Schiffern gefürchtet wie die Untiefen am Felsen der Lorelei. Wir befinden uns hier an dem sogenannten schwarzen Ort. Deswegen schwarz, weil er so große Tiefen hat. Wir haben hier Rheintiefen um die 25 Meter, völlig ungewöhnlich für den Rhein. Und deswegen können sich auch solche Riesenwälze wie hier, 2,30 Meter lang, sich überhaupt hier halten in den großen Tiefen als Raubfisch. Ja? Und hier an dem schwarzen Ort, da drüben, ist der Bereich Lochheim. Und hier in diesem Bereich, da ist unser Schatz. Hans Jacobis Theorie über den Verbleib des Schatzes stützt sich auf aufwendige Probebohrungen. Wir stehen hier ganz in der Nähe vom Rhein. Nach unserer Berechnung ist genau das der Punkt, wo der Hagen seinen Schatz versenkt hat. Und wir haben also hier eine Untersuchung gemacht, an dieser Stelle, wo wir jetzt stehen, mit schwerem Bohrgerät. Hier das Bohrgerät und hier vorne sind Röhren, eine Durchmesser von 1,20 Meter. Damit sind wir runtergegangen. Nach rund 10 Meter sind wir nicht mehr weitergekommen. Und wir stießen dort auf eine Marmorplatte. Und wir vermuten, dass das eine Art Abdeckung ist, weil der Stein nach unseren Berechnungen so etwa 7 Meter im Quadrat eine Größe hat. Und es gibt ein neues Untersuchungsgerät, das besser ist als alles, was es bisher gegeben hat. Das wollen wir noch einsetzen und dann erneut runtergehen und unter die Platte schauen, was verbirgt sich dort. Zuvor muss sich Hans Jacobi allerdings noch mit dem Besitzer des schatzträchtigen Ackers einigen. Dem Bauern ist bislang aber das Heu über dem Boden wichtiger als das vermeintliche Gold darunter. Welche Geheimnisse verbirgt dieser Fluss? Gibt es Geschichten jenseits des Nibelungenlieds, die von hier versunkenen Schätzen erzählen? Schließlich war der Rhein jahrhundertelang Grenzfluss zwischen Römern und Germanen. Ein Fluss, über den viel transportiert wurde, besonders in der Zeit, als die Burgunder und andere germanische Völker über Limes und Rhein hinweg immer dreistere Beutezüge ins römische Hinterland machten. Die Germanen haben gemerkt, dass die Grenze nicht mehr gut verteidigt ist. Und sie haben auch gemerkt, wenn sie erst mal durchgestoßen waren, konnten sie in die Weite Galliens vordringen. Sie konnten überall Beute machen, reich beladen zurückkehren. Ein einmaliges Erlebnis. Dieses Erlebnis hat sicherlich dazu geführt, dass in ihrer Erinnerung ganze Menge davon hängen geblieben ist. Die Römer selber mussten ihre Positionen auf den Oberrhein zurückziehen, mussten hier eine neue Verteidigungslinie aufbauen. Und hier spielten sich dann in Zukunft die Kämpfe ab. Die Plünderungszüge der Germanen führen im 3. Jahrhundert bis tief ins Römische Reich. Sie stoßen hunderte von Kilometern vor und verbreiten Angst und Schrecken. Monate später kehren sie schwer beladen in die Heimat zurück. Für eine flächendeckende Verteidigung des Imperiums fehlen den Römern die Kräfte. So konzentrieren sie sich auf den Rhein. Denn egal wie weit die Barbarenstämme ins Römische Reich eindringen, ihr Rückweg muss sie zwangsläufig über den Fluss führen. Und genau hier lauern die Römer, um ihnen die Beute wieder abzujagen.
Es scheint so, dass also in dieser Zeit dann auch der Impuls gegeben worden ist für den Aufbau einer kleinen Flussflottille. Mainz ist ein alter Werftstandort gewesen, in dem man schon erhebliche Erfahrung hatte, gute Schiffe, auch Kriegsschiffe zu bauen. Und jetzt hat man wahrscheinlich versucht, aus der Not eine Tugend zu machen und hat einen neuen Schiffstypus, der etwas kleiner gestaltet war als die bis dato üblichen Schiffe, zu bauen und der sich hervorragend eignete für Patrouillenfahrten. Den Soldaten kam das wahrscheinlich durchaus entgegen. Sie hatten Interesse an solchen Patrouillenfahrten, denn gerade bei der Rückführung der Beute ergab sich auch für sie die Gelegenheit, an dem Beutegewinn der Germanen Anteil zu haben und etwas in die eigene Tasche hineinzustecken. Und diese Schiffe scheinen dann im Oberrheingebiet eine intensive Flusspatrouille durchgeführt zu haben. Im Mainzer Museum für antike Schifffahrt liegen die Reste von 5 spätantiken Rudergaleeren. Sie versahen zwischen den Legionsstandorten Mainz und Straßburg ihren Dienst. Wollen die Germanen den Grenzbooten entgehen, müssen sie die Flussüberquerung in größtmöglicher Distanz von den Römerhäfen wagen. Und tatsächlich finden sich bei Neupotz auf der halben Strecke zwischen Mainz und Straßburg Hinweise auf einen ehemaligen Hafen. Im 3. Jahrhundert war die Passage bestens geeignet, die geraubten Schätze ins sichere rechtsrheinische Barbarenland zu bringen. Die Germanenstämme müssen hier die letzte und wohl auch schwierigste Hürde ihres Beutezugs nehmen. Wenn es hier wirklich einen Rheinübergang gegeben hat, müssten sich freilich auch archäologische Zeugnisse aus der Zeit der Plünderungszüge finden lassen. Und in der Tat, hier im Neupotzer Altrheinarm stieß ein Schwimmbagger des Kieswerks der Gebrüder Kuhn auf einen sensationellen Fund. Im August 1980 war ich mit meiner Familie am Baggersee baden, also Urlaub machen. Und dann kam plötzlich mein Bruder angefahren und hat gesagt, Willi, komm mal mit. Der Fred, der Baggerfahrer, hat angerufen, er hat einen Riesenkessel auf dem Bagger liegen. Und da sind wir hingefahren und haben dann den Kessel gesehen. Da, wo jetzt der Greifer gerade den Kies ausgibt, lag ein großer waschkesselartiges Gefäß mit 28 Gefäßen drin. Das war der Anfang unseres römischen Großschatzfundes im Baggersee in Neupotz. Die sofort verständigten Denkmalpfleger schickten einen Taucher auf den Grund des Altrheinarmes. Begeistert kam er wieder an die Oberfläche. Der ganze Boden war mit römischen Fundstücken bedeckt. Weitere Taucher wurden hinabgeschickt. Und nach kurzer Zeit stand fest, dies ist einer der größten Schatzfunde Europas. Über 1000 Fundstücke hat man inzwischen geborgen. Sie sind heute in einer Sonderausstellung in Speyer zu besichtigen. All diese Kostbarkeiten stammen aus dem 3. Jahrhundert. Aus jener Zeit also, als die Barbarenstämme den Limes überrannten und tief ins Römische Reich einbrachen. Doch viele der Fundstücke sind beschädigt, zeigen die Spuren mutwilliger Zerstörung. Für den Sammlungsleiter Richard Petrowski steht auch deshalb fest, dass es sich hier um antikes Raubgut handelt. Bei der genauen Untersuchung der Fundstücke ist uns ein interessantes Detail aufgefallen. Viele Stücke, vor allem die aus Silber, tragen
Spuren einer Zerteilung. Es scheint gleichgültig, wie alt, wie schön so ein Gegenstand ist. Er ist brutal zerhackt worden. Und das hat uns einen Hinweis dazu gegeben auf Beuteteilung. Und zwar hatten offensichtlich die Germanen vor der Rheinüberquerung die Beute in verschiedenen Gruppen aufgeteilt. Es war ihnen bewusst, dass bei der Rheinüberquerung es die römische Flotte auf sie wartet. Und höchstwahrscheinlich wollten sie in kleineren Gruppen getrennt den Rhein an verschiedenen Stellen überqueren. Die Germanen sind sich also der tödlichen Gefahr durchaus bewusst, die am Rhein auf sie lauert. Deshalb teilen sie ihre Beute, bevor sie sich in kleinen Trupps übers Wasser wagen. Nur so können sie sicher gehen, dass nicht ihr ganzes Raubgut in die Hände der Römer fällt. Doch erst einmal entdeckt, haben die Germanen mit ihren primitiven, eilig zusammengezimmerten oder geraubten Booten keine Chance. Auf dem Wasser sind ihnen die Römer haushoch überlegen. Für etliche der Plünderer wird der Rhein zum Grab. Dieser Schädel, den habe ich Anfang der 60er Jahre selbst ausgebaggert, wie der Schrapperkübel da aus dem Wasser kam, die Bugwelle sich da geteilt hat. Plötzlich schaut mich dieser Schädel an. Zuerst bin ich erschrocken, es war so im Herbst nachmittags, war schon halb dunkel. Aber dann bin ich hin und habe den Schädel genommen, habe ihn ausgewaschen und bin nach Hause gegangen und habe gesagt, schaut mal, da habe ich einen Schädel heute gefunden. An dem Barbarenschatz von Neupotz klebt Blut. Tausende Römer haben bei der Verteidigung ihrer Häuser und Heiligtümer das Leben verloren. Und ungezählte Alemannen oder Burgunder wurden schließlich mit ihrer Beute vom Rhein verschlungen. Kein Wunder, dass in den germanischen Sagen meist ein Fluch auf den Schätzen lastet. So wie im Nibelungenlied. Nach der Versenkung des Goldes verlässt Kriemhild ihre Brüder und den burgundischen Königshof in Worms. Sie weiß, dass König Gunther den Mörder ihres Mannes schützt. Und ohne Schatz hat sie keine Chance, andere Krieger gegen Hagen zu mobilisieren. So zieht sie, hasserfüllt und verbittert, nach Lorsch, dem Alterssitz ihrer Mutter. Die sterblichen Überreste ihres Mannes lässt Kriemhild nachkommen. Das Kloster Lorsch. Im Mittelalter ist es eines der geistigen Zentren der Rheinregion. Das Reichskloster ist lange Zeit die letzte Ruhestätte deutscher Könige und Fürsten. Glaubt man den Angaben des Nibelungenlieds, soll der steinerne Sarkophag des gemeuchelten Helden noch Jahrhunderte später in der Abtei zu besichtigen gewesen sein. Denn im Münster zu Lorsch versichert der Dichter aus dem 13. Jahrhundert, liege der kühne Held in einem langen Sarge. Eine sehr konkrete Angabe in diesem Epos. Und tatsächlich gibt es in Lorsch einen alten, mysteriösen Sandsteinsarg. Rätselhaft verziert mit christlichen und altgermanischen Symbolen. Siegfriedsarg wird er genannt. Doch dieser Sarg ist ein Fürstensarg aus dem 12. Jahrhundert. Er stammt ebenso wie die Überreste der mittelalterlichen Abtei aus einer Zeit, als die Burgunder, die sagenumwobenen Nibelungen, schon längst nicht mehr am Rhein lebten. Dramaturgisch ist die Station Lorsch im Nibelungenlied von entscheidender Bedeutung. Von hier aus beginnt Kriemhild ihren Vergeltungszug.
Die Lorsch-Erzählung fällt in die große Zäsur zwischen dem ersten und dem zweiten Teil des Textes. Der erste Teil endet mit dem Tod Siegfrieds und dann muss völlig neu angesetzt werden mit der Nachricht, dass die Gemahlin des Hundenkönigs Etzel gestorben ist, dass er eine neue Gemahlin sucht und dann kommt die Werbung um Kriemhild, die das Geschehen des zweiten Teils dann eröffnet. Nun bekommt das Nibelungenlied eine ganz konkrete historische Kontur. Denn mit Etzel, dem Hunnenkönig, betritt eine Figur die Spielfläche, die geschichtlich eindeutig fassbar ist. Etzel lässt um die Hand der schönen Witwe anhalten. Mit dem mächtigen Hunnenkönig als Gatten, so glaubt Kriemhild, kann sie den feigen Mord an Siegfried endlich ahnden. Auch wenn ihr Herz noch immer an Siegfried hängt, der Wille zur Rache ist stärker. Also verlässt Kriemhild die Heimat und zieht an den Hof König Etzels. Historisches Vorbild für die Etzel-Figur ist Attila, der legendäre Herrscher der Hunnen. In den römischen Quellen werden die Hunnen als furchterregende, zweibeinige Bestien geschildert. Das kriegerische Reitervolk rückt von Asien aus nach Westen vor und herrscht in der Mitte des 5. Jahrhunderts über ein riesiges Gebiet. Vom Ural bis an die Donau. Eine Rom ebenbürtige Macht. Folgt man dieser Spur, werden schließlich auch die Burgunderkönige historisch fassbar. Denn auch wenn sich hier in Worms keine Hinterlassenschaften finden, so tauchen ihre Namen doch in einem alten burgundischen Gesetzestext auf, in der Lex Burgundionum. Diese Schrift beinhaltet eine Liste der burgundischen Herrscher und darin finden sich auch die Burgunderkönige aus dem Nibelungenlied. Gundomar, Giselher und Godomar. Diese Namen tauchen auf und sie entsprechen den Namen der Sagenwelt. Die Namen variieren leicht, aber trotzdem lässt sich so ein Grundstock von Namen nennen, der eben bei den historischen Burgundern und in der Sagenwelt der gleiche ist. Das ist eine echte Übereinstimmung. Gelebt und geherrscht haben die Burgunder Gundomar, Giselaherr und Godomar wie der Hunnenkönig Etzel in der Mitte des 5. Jahrhunderts. Andere schriftliche Quellen weisen darauf hin, dass ihr Reich doch in der Gegend um Worms am Rhein gelegen haben muss. Spätestens seit den Plünderungszügen des 3. Jahrhunderts gilt der Strom als Schatzfluss. Ist die Erinnerung an die von ihren Ahnen geraubten und wieder verlorenen Schätze auch 200 Jahre später bei den Burgundern noch immer lebendig? Im Nibelungenlied steuert die Geschichte nach Kriemhilds Heirat mit Etzel auf ihr blutiges Ende zu. Kriemhild lädt Hagen und ihre Brüder zu einem Versöhnungsfest an Etzels Hof. Die Burgunder, oder Nibelungen, wie sie genannt werden, gehen in die Falle. Die ursprüngliche Fassung sieht so aus, dass der Hunnenkönig goldgierig seine Schwäger einlädt, die Brüder seiner Frau, um ihnen das Gold abzunehmen. Sie verweigern die Herausgabe und lassen sich eher umbringen, als zu verraten, wo das Gold liegt. Das ist die ursprüngliche Fassung des Burgundenuntergangs. Historisch kann man das verbinden mit der Katastrophe des burgundischen Stammes im frühen 5. Jahrhundert, genauer um 435, 436. In dieser Zeit leben die Burgunder schon seit Generationen mit ihren römischen Nachbarn friedlich zusammen. Sie haben bei Worms ihr eigenes kleines Reich. Doch dann ziehen sie plötzlich westwärts.
Wieder sind sie auf Beutejagd. Wieder lockt die Burgunder der Reichtum der Römer. Im Jahr 435 fallen die Burgunder in die Provinz Belgica ein. In den Ardennen wird ihr Vormarsch jäh gestoppt. Die schon geschlagenen Burgunder werden von mit Römern verbündeten Hunnen grausam abgeschlachtet. Von 20.000 toten Burgundern sprechen die Quellen. Der Großteil des Volkes ist umgekommen und umgekommen ist auch ihr König Gundaharius, Gunther. An dem Kampf geschehen waren auf Seiten der Römer hunnische Hilfstruppen beteiligt. Und es gibt Nachrichten bei den Geschichtsschreibern, dass die Hunnen verräterischerweise die Burgunden vernichtet haben. Das ist der Kern, ganz offensichtlich, des Burgundenuntergangs. Und hier kann man sehr schön sehen, dieses Umerzählen von Geschichte in Sage. Eine große militärisch-politische Verwicklung, eine militärische Katastrophe wird gedeutet als Folge von Goldgier, also ein elementarer menschlicher Affekt. Es wird reduziert, das komplizierte Geschehen, auf diesen Affekt Goldgier. Im Nibelungenlied ist der Untergang der Burgunder unwiderruflich. Am Hofe des Hunnenkönigs wird das Geschlecht in einer wüsten Entscheidungsschlacht vollständig vernichtet. Am Ende kämpft jeder gegen jeden. Schließlich liegt Hagen gefesselt vor Kriemhild. Doch das Geheimnis des Schatzes gibt Siegfrieds Mörder nicht preis. Wütend ermordet Kriemhild Hagen und wird daraufhin von einem Kampfgefährten der Burgunder selbst zerstückelt. Das Epos der Deutschen endet in einem vernichtenden Blutbad. Den historischen Burgundern ergeht es anders. Rom beschließt, die Reste des vertragsbrüchigen Stammes umzusiedeln. Im Rhonetal finden sie eine neue Heimat und gründen ein neues Reich, Burgund. Ihre von verlorenen Schätzen und blutigen Schlachten geprägte Geschichte halten sie in ihren Erinnerungen wach. Man wird davon ausgehen müssen, dass die Burgunder, wie jedes Völkerwanderungsvolk, so könnte man sagen, und Reich, über einen Schatz verfügt hat. Und wenn der Schatz verloren geht, dann ist es mit diesem Reich zu Ende. Umgekehrt ist es so, wenn es mit dem Reich zu Ende ist, dann muss irgendwas mit dem Schatz passieren. Deswegen verschwindet der Schatz ja in der Sage. 144 Wagenladungen misst der im Rhein versunkene Schatz der Nibelungen der Sage nach. Fürwahr ein Verlust, den man lauthals in Klageliedern bejammern kann. Ob genau dieser gewaltige Hort, der einst wirklich in den Händen der Burgunder war, wissen wir nicht. Doch dass die Meer vom im Rhein versunkenen Gold einen wahren Kern hat, zeigt sich mit jedem Silberteller, jeder Goldmünze, die der alte Grenzfluss wieder hergibt.